Grüezi wohl und herzlich willkommen hier bei uns im Innovation Park, wo wir zusammen mit der EFCO in diesem schönen Gebäude sein dürfen. Danke EFCO übrigens, dass wir immer wieder ein bisschen brauchen, um den Hero 21 zu transportieren. Seit 2017 schreiben wir Geschichte. Wir hatten letzte Woche das Big Five, gehabt, unsere grosse 5-jährige Jubiläumsparty. Man sieht es. Der Jürg räumt noch die letzten Überbleibsel auf. Jürg, wie geht's dir? Ja, ein bisschen Rückenweh. Nein, ist alles gut. Es war ein Krampf, aber es hat sich mega gelohnt. Obwohl die Hauptarbeit hat Karin gemacht, einen riesen Job gemacht und das ganze Team, sodass wir mit allen Mitarbeitern von Aprox, Neumann und JKS haben können, die letzten 5 Jahre so richtig begrüßen und feiern. Sehr schön, das freut mich. Dann lass uns doch ein bisschen mehr über die letzten 5 Jahre reden. Sehr gerne, können wir das machen. Ich würde vorschlagen, dass wir das ein bisschen an einem gemütlicheren Ort machen. Was denkst du dazu? Das finde ich super. Dann gehen wir doch an den gemütlichen Ort. Kommen wir mit? Jetzt sind wir unterwegs zu dem gemütlichen Plätzchen, den du vorher gesagt hast. Wie gemütlich sind die letzten 5 Jahre für dich? Ja, die sind alles andere wie gemütlich gewesen. Aber sehr lehrreich, sehr spannend. Und weißt, auch in verschiedenen Bereichen spannend. Spannend im Zusammenhang, um zu sehen, wie Mitarbeiter wachsen, wie wir mit den Kunden können zusammen wachsen können, wie wir verschiedene Projekte dürfen und können machen. Und eines der Projekte war auch, also jetzt nicht gerade die Drohnen, aber wir haben auch andere Drohnen dürfen für einen Kunden mitentwickeln. Und das hat mega Spass gemacht. Und das ist eigentlich das Positive an dem, was wir erlebt haben. Und übrigens, jetzt fangen wir ein bisschen an zu schnurren. Ein bisschen, ja. Genau. Das ist der Joggingweg, den ich unter anderem machen kann. Also meinst du, müsste ich ab und zu auch mitkommen, dass ich da nicht mehr so muss schnurren? Wäre cool, wärst du eingeladen. So eine lange Stege, wie wir hier haben, ist sicher hart und aber auch lehrreich. Was war für dich das Lehrreichste oder das Härteste? Also, einfach by the way, wenn ich hier jogge, es ist wirklich amigs. Je nachdem, wie du weg bist, wird alles übersäuert. Ja, dann schauen wir doch gerade mal. Ja, genau. Und so ist es vielleicht. Ich meine, ich bin mit 53 Junior-Unternehmer geworden und habe vieles nicht gekannt, vieles nicht gewusst. Zum Teil bist du blauäugig unterwegs. Und da hat es doch viele harte Momente gehabt. Zum Teil auch Sachen mit Mitarbeitern, wo man sich getrennt hat, wo von meiner Seite Sachen nicht sauber gelaufen sind, von der Mitarbeiterseite. Und auch dann schlussendlich die ganze Verantwortung. Es sind doch mittlerweile rund 80 Mitarbeiter, die du weisst. Jetzt dürfen wir nicht mehr schneller laufen, es ist dann zu fest. Aber wo du einfach weisst, jeden Monat musst du zahlen, musst genug Projekte und genug Aufträge haben. Mhm. Hey Loro, wir haben es geschafft, wir sind beim Prayer-Bänkchen angekommen. Wir haben das jemanden gebraucht. In dieser Phase vom Aufgebaut werden sicher auch noch weiterhin brauchen. Aber das ist das schöne Plätzchen, das ich eigentlich gemeint habe. Sehr schön. So nach dieser langen, harten Stege, die wir jetzt hochgelaufen sind, dürfen wir auf einem gemütlichen Plätzchen hocken mit schöner Aussicht. Was macht dir Freude und wo ist die Motivation dahinter, dass wir da sind, wo wir jetzt sind? Ja, mal das, was wir als Team dürfen erreichen, als Firma dürfen, als Gruppe dürfen erreichen. Auch zu sehen, dass jetzt Sachen, die wir lange gesät haben, langsam Frucht kommt, ebenso auch unter anderem im AR-IoT-Bereich. Oder auch der Sondermaschinenbau, wo wir doch am Anfang das eine oder andere Schwierigkeiten haben, wo wir sehen, jetzt werden Projekte reifer, besser, kommen schneller und das Team wächst zusammen. Wir haben auch zusätzliche Leute einstellen in diesem Bereich und auch, dass wir so eine Pipeline haben, das ist absolut nicht selbstverständlich, gerade in dieser crazy Welt, wo wir momentan drin leben. Ja. Du hast gesagt, ihr könnt neue Leute einstellen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine der Hauptchallenges, die man hat als Unternehmen in diesem Bereich, um in die Zukunft zu gehen? Oder was siehst du sonst noch als Challenge? Ja, es ist richtig. Ich glaube, Leute zu finden, die im Team bereit sind, sage ich mal, das Business auch im Vordergrund zu sehen und eigentlich dafür gehen, für den Arbeitsplatz Schweiz zu gehen, ein gewisses Verständnis haben, auch jetzt knündeln und schlussendlich einen guten Job bereit sind zu machen oder auch einen guten Job können machen. Wir müssen ja wachsen. Wir lernen auch mit jedem Projekt, wir lernen dazu. Und das ist sicher, glaube ich, auch die Herausforderung für die Zukunft, weil der Markt ist eigentlich gut und die Aufträge sind gut da. Und so können motivierend für sie gehen. Das, glaube ich, ist die grösste Herausforderung. Ja. Dann wünsche ich dir, der JKS, allen ganz, ganz viel Erfolg, dass wir so dürfen weiter wachsen, so dürfen in die Zukunft gehen. Wir sind an einem sehr schönen Ort und danke dir vielmals. Ja, danke dir. Allen Mitarbeitern einfach auch für die letzten 5 Jahre, die durchgehebt haben, durchgebissen haben und es noch weiter werden machen. Und euren Kunden und Partner einfach herzlichen Dank für die grossartige Zusammenarbeit. Wir haben Lust auf mehr und freuen uns, mit euch zusammen in die Zukunft zu gehen.